Diese Sendung widmet Ihnen Ecodrom. 24 Stunden tanken, waschen, pflegen und shoppen. In Wels Nord jetzt neu mit Elektroschnelllader sowie in Wels Boschstraße und in Braunau. Hallo und herzlich willkommen bei Motor und Trends, unserem Motormagazin auf Ihrem Privatkanal. Heute führt sie Isabel Rossmann und ich durchs Programm und im ersten Beitrag ist gleich meine Kollegin mit an der Reihe. Im nächsten Beitrag geht es um den Stinger, die Rakete aus dem Hause Kia. Ein 3,3 Liter Turbobenziner mit Direkteinspritzung, 370 PS, 8-Gang-Automatik und Allradantrieb. Ob man es glaubt oder nicht, er ist in unter 5 Sekunden auf 100 und sieht noch dazu gut aus. Egal ob nasse oder trockene Fahrbahn, der Stinger macht eine richtig gute Figur. Er reagiert auch mit stärkerem Eindrehen auf Lastwechsel, bleibt aber dennoch gut kontrollierbar. Ebenso überzeugt er mit einem beachtlichen Federungskomfort. Ein langer Radstand sorgt für eine ruhige Straßenlage. Das verfeinerte Fahrwerk bringt ein sportlich agiles Handling mit sich, das ein entspanntes Fahren gewährleistet. Der Stinger ist 1,87 Meter breit, 4,83 Meter lang und hat eine Höhe von gerade einmal 1,40 Meter. Mit diesen Proportionen wirkt das Fahrzeug sportlich und elegant. Auch was die Assistenzsysteme angeht, ist er vorne mit dabei. Zum Beispiel verfügt er unter anderem über einen Spurhalteassistent, einen Frontkollisionswarner inklusive Notbremsassistent und einen Müdigkeitswarner. Bereits die Basisversion ist umfangreich ausgestattet und punktet mit einer 2-Zonen-Klimaautomatik, einer Rückfahrkamera sowie einem 7 Zoll Touchscreen. Trotz seinem sportlichen Coupé-Design bietet der Stinger enorm viel Platz. Umgeklappt fasst der Kia mit der großen Heckklappe immerhin 1065 Liter. Innen wie außen präsentiert er sich luxuriös und überzeugt durch einfache Bedienbarkeit. Kein unnötiger Schnickschnack und alles da, wo es sein soll. Eine saubere Verarbeitung und ordentliche Materialien. Eine coupéhafte, geräumige Reiselimousine mit sportlichem Talent. Ein Fahrzeug, das die Autofahrerherzen höher schlagen lässt. Die Marke Hyundai ist in Österreich unter den top-platzierten 5 immer mit dabei. Der neue facegeliftete i20 wird zu diesem Status sicherlich beitragen. 4 Jahre nach der Markteinführung des aktuellen Modells unterzog Hyundai den i20 einer Frischzellenkur und lud in gediegener Umgebung zur Präsentation des B-Segment-Modells. Sommer 2018 ist der neue Hyundai i20 mit dem Facelift auch in Österreich erhältlich. Bedeutet ein neues Produkt punkto Design und obendrein verfügt der i20 über das umfassendste Sicherheitspaket, das unter dem Namen Hyundai Smart Sense zusammengefasst ist. Der neue City-Flitzer präsentiert sich mit neu gestalteter Frontschürze und dem markentypischen Kaskadengrill. Am Heck runden die neuen, größeren Rückleuchten und die neu gestaltete Heckklappe das Bild ab. Die Maße des rund 4 Meter langen i20 blieben unverändert. Für den Innenraum werden 3 neue Farben erhältlich sein und auch beim Infotainment gibt es Neuigkeiten. Die Vielfalt geht weiter bei den Innenfarben, bei den Außenfarben, was man hier auch so schön sieht bei den Autos, das neue Tomato Red oder Champions Blue, frische, junge Farben, stylische Farben, die sich auch im Interieur fortsetzen. Und da haben wir eigentlich ein super Programm für das Auto, was bei uns eh bei Hyundai ein Volumensmodell ist. In Sachen Vortrieb stehen alte Bekannte zur Wahl, die allerdings alle die Euro 6D Temp Abgasnorm erfüllen. Basismotorisierung ist der 1,2 Liter Vierzylinder, der 75 PS bzw. 84 PS leistet. Beim 1 Liter Dreizylinder mit 100 PS oder 120 PS ist optional ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe erhältlich, das die 4-Gang Wandlerautomatik ablöst. Wir sind seit 2014 in der Rallye-Weltmeisterschaft unterwegs, sind durch 2 Generationen vom i20 durch in der Entwicklung, sind jetzt aktuell mit dem i20 Coupé in der Rallye-WM und wir möchten natürlich Weltmeister werden. Der agile Dreizylinder mobilisiert einen Drehmoment-Bestwert von 172 Newtonmeter. Seine Gene hat er zweifellos vom sportlichen Bruder, dem R5-Modell, aus dem Rallye-Sport. Musik.
mit dem neuen Seat Ibiza Erdgasantrieb sind wir auf eine Probefahrt gegangen, und zwar unter www.probefahrt24.at haben wir uns das Auto von einem Händler geholt. Und unser Ziel war der Pöstlingberg in Linz. Isabel ist auf der Suche nach einem umweltfreundlichen Auto für ihre Familie. Mithilfe der Online-Plattform www.probefahrt24.at geht das ganz einfach. Hier wählt man beliebig die Marke und sein Wunschmodell aus und vereinbart eine Probefahrt. Isabels Wahl, der neue Seat Ibiza mit bivalentem Antriebskonzept für den Betrieb mit komprimiertem Erdgas und Benzin. Der beste und umweltfreundlichste Seat aller Zeiten soll er sein. Das hat sich unsere Redaktion genauer angesehen. Unser Testfahrzeug ist das dritte CNG-Modell aus dem Hause des spanischen Automobilherstellers. Von seinem Pendant in der Benzinvariante unterscheidet sich der neue Seat Ibiza TGI durch die für den Betrieb mit Erdgas erforderlichen Komponenten. Dazu gehören unter anderem ein Erdgastank, mehrere Sensoren für die Gastemperatur und Druck, ein Druckregler sowie ein Gasverteilungssystem. Ebenso punktet er mit niedrigen Betriebskosten und trägt zur Senkung der CO2-Emissionen bei. Der neue Erdgas-Benzin-Hybrid sieht wie immer jugendlich aus, punktet mit modernster Technologie, beeindruckender Dynamik und einem deutlich geräumigeren Innenraum. Er ist in den verschiedensten Ausstattungen erhältlich. Zur Zusatzausstattung zählen die adaptive Geschwindigkeitsregelung, Voll-LED-Scheinwerfer, eine Rückfahrkamera, Einparkhilfe und das Mediasystem Plus mit großem Touchscreen, auf dem je nach Art des verbrauchten Kraftstoffs Informationen über Verbrauch und Kilometerleistung angezeigt werden. Wem umweltfreundliches Autofahren ein Anliegen ist, der hat mit dem Seat Ibiza TGI das richtige Auto gefunden. Und nebenbei ist Erdgas auch deutlich günstiger als andere Kraftstoffarten. Und was ist wohl das beliebteste Fortbewegungsmittel der Kleinen? Natürlich die Grottenbahn am Linzer Pöstlingberg. Sie lässt Kinderherzen höher schlagen und ist der Tourismusmagnet in der Landeshauptstadt in Oberösterreich. Viele tolle Highlights im märchenhaften Zwergenreich warten auf die Gäste, und das schon viele Jahre. Seit 1898 fährt die Bergbahn auf dem Pöstlingberg, und dann hat sich die damalige TEG gedacht, wir brauchen jetzt noch irgendwelche Highlights auf dem Pöstlingberg. Es gibt ja die Wallfahrtsbasilika und ein Hotel wurde gebaut, und dann ist 1906 die Grottenbahn eröffnet worden. Es gibt einerseits den Drachen zu Glänzibald, der durch das Zwergenreich führt, aber natürlich auch unten der Märchenhauptplatz mit den verschiedenen Märchen. Und ganz, ganz viele erinnern sich an den Würstelmann, der seit 1948 da unten steht und Würstel verkauft. Und wie viele Märchen sind unten ausgestellt? Wir haben 16 Märchen, hauptsächlich von den Gebrüdern Grimm. Jeder kennt ja den Ausdruck Zwergerlschneuzen. Woher kommt das eigentlich? Was hat es damit auf sich? Zwergerlschneuzen, da gibt es zwei Geschichten. Die eine Geschichte ist, dass das Team von der Friederike Stolz bereits in die Werkstätte Zwergerlschneuzen gegangen ist. Einfach aus dem Grund, weil die Nase so geformt ist. Und unsere zweite Geschichte ist, weil bei uns die kleinen Gäste in der immer kühlen Grotte ein bisschen eine tropfende Nase haben und deswegen geschneuzt werden müssen. Und über die Anzahl der Zwerge sind die Kleinen bereits bestens informiert. Es sind 65 Zwerge. Bei diesem Ausflug ist bestimmt für jeden etwas dabei. Also dann, gute Fahrt. Der Mitsubishi Pajero ist in die Jahre gekommen. Es gibt ein neues Fahrzeug von Mitsubishi, und zwar heißt er Outlander, und er ist im Prinzip ein echter Inlander. Seit Anfang 2014 ist er auf den Markt, der Mitsubishi Outlander. Nach einer größeren Überarbeitung 2015 und einem Facelift 2018 trägt der Japaner ein neues Markengesicht. Mitsubishi spendiert seinem Topmodell zwei neue Fahrmodi für den Allradantrieb: Sport und Snow. Der 2-Liter Benziner wird durch einen Benziner mit 2,4 Liter Hubraum ersetzt. Der Generator und der Elektromotor an der Hinterachse punktet jetzt mit jeweils 10% mehr Leistung. Der Energiespeicher der Lithium-Ionen-Batterie wächst ebenfalls von vorher 12 Kilowattstunden auf jetzt 13,8 Kilowattstunden. Der Outlander Plug-in-Hybrid hat definitiv ein wuchtiges Auftreten. Neu sind die LED-Scheinwerfer und die jetzt rechteckigen Nebelscheinwerferblenden. Die Zierleiste am Kühlergrill und die Frontschürze wurden geändert. Auch im Innenraum gibt's Neues, zum Beispiel die neuen Sitze,
Und gegen Aufpreis gibt's gestepptes Leder. Der geräumige Kofferraum bietet genügend Stauraum. Einer spannenden Tour mit dem Japaner steht nichts im Wege. Der neue Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid. Wer sich in Oberösterreich im Zentralraum Wels, Linz, Steyr, sogar bis am Städten für einen Citroën interessiert, der bereut es nicht, wenn er zur Autowelt nach Linz fährt. Wir haben ein Modell aus dem Hause Citroën für Sie getestet. Der Citroën C4 Space Tourer ist ein moderner und innovativer Minivan, ausgestattet mit zahlreichen intelligenten Fahrhilfen. Die typische Citroën-Komfortphilosophie bietet Fahrgefühl auf höchstem Niveau. Ausgestattet mit zahlreichen Fahrassistenzsystemen bietet der C4 Space Tourer entspanntes Fahren und Reisen. Unverkennbar ist das einzigartige Design, modern und dynamisch. Dafür sorgen die elegante Frontpartie mit der für Citroën typischen dreiteiligen Lichtsignatur und die Rückleuchten in 3D-Optik. Auch in Sachen Modularität und beim Platzangebot lässt der C4 Space Tourer keine Wünsche offen. Der Kofferraum ist dank der großen Heckklappe leicht zugänglich und bietet ein überaus großzügiges Volumen von bis zu 630 Litern. Für den Antrieb sorgen beim Citroën C4 Space Tourer kraftvolle, aber sparsame Benzin- und Dieselmotoren, wahlweise mit Schaltgetriebe oder Automatik. Erhältlich ist der C4 Space Tourer bereits ab 20.950 Euro. Der Kunde von Citroën Space Tourer oder C4 Space Tourer ist im Grunde ein Kunde, der Platz braucht, der komfortabel reisen möchte. Für das steht Citroën sicherlich wie keine andere Marke, für den Komfort, für das Wohlbefinden an Bord. Und wie gesagt, er ist halt sehr, sehr flexibel und variabel, ob jetzt Hobby, Familie, Beruf, ist er sicher der ideale Partner. In der Autowelt Linz findet man natürlich auch eine große Auswahl an lagernden Fahrzeugen. Ja, Autowelt Linz ist der größte Citroën-Händler in Österreich. Uns zeichnet vor allen Dingen aus, dass wir zum einen ein sehr großes Lager haben, also auch wenn Kunden kurzfristig ein Fahrzeug benötigen im Neuwagenbereich, allerdings auch im Jung- oder Gebrauchtwagenbereich, wo wir ständig über 200 Fahrzeuge haben. Für diesen Herbst sind bei Citroën bereits weitere Neuigkeiten geplant. Wir kriegen mit dem Citroën Berlingo, der dann ab August, September bei uns sein wird, ein wirklich tolles, funktionales Fahrzeug, speziell auch im gewerblichen Bereich, der eine Vorsteuer hat. Und mit Jahreswechsel kriegen wir auch einen tollen Van, den C5 Aircross, wo wir wirklich, und auch unsere Kunden schon sehr drauf warten, ein wirklich wunderschönes Fahrzeug mit ausgezeichnetem Federungskomfort, also ein Citroën, wie er sein soll. Der Suzuki Swift Sport Neue ist eine echte Rakete. 140 PS und kein Gewicht. Ein Beitrag, den Sie sich, wenn Sie jung sind, speziell ansehen sollen. Der neue Suzuki Swift Sport wird mit seinem einzigartigen Design, seinem Turbo Power und sensationeller Leichtigkeit für Furore auf der Straße sorgen. Der Kühlergrill mit Wabengitter, Bauteile im Carbon-Look, ein dezenter Dachspoiler, polierte 17 Zoll Leichtmetallfelgen und zwei Auspuffrohre verleihen dem Swift einen sportlichen Schliff. Auch im Inneren ist er spannend. Rote Farbakzente, das sportliche Lederlenkrad, Aluminiumsportpedale und hochwertige Sportsitze unterstreichen das exklusive Design. Zur Ausstattung zählen weiters Rückfahrkamera, Klimaautomatik, Sitzheizung, Start-Stopp-System, Keyless-Start und ein 7 Zoll Touchscreen, das zur Steuerung von Kommunikation, Navigation und Audiosystem mit Smartphone-Anbindung dient. Erhältlich ist der Suzuki Swift Sport in 7 Farben, wobei die Farbe Champion Yellow mit der sportlichen Carbon-Optik am besten zur Geltung kommt. Nicht umsonst ist der Suzuki Swift Sport 2017 mit dem Design Award des japanischen Wirtschafts-, Handels- und Industrieministeriums ausgezeichnet worden. Unter der Motorhaube das Herzstück des Swift, der 1,4 Liter Boosterjet Benzinmotor mit 140 PS. Der neue Turbolader bringt bereits im niedrigen Drehzahlbereich ein hohes Drehmoment. Der kleine Hubraum und die Direkteinspritzung halten den Verbrauch gering. Für sportlichen Fahrspaß sorgt das 6-Gang-Schaltgetriebe. Natürlich kommt auch die Sicherheit nicht zu kurz. ESP, Berganfahrhilfe und Reifendruckkontrollsystem stehen zur Verfügung.
Mit an Bord befindet sich ein adaptiver Tempomat, der die Geschwindigkeit automatisch an den Verkehrsfluss anpasst. Das hochentwickelte ESBS-System erkennt frühzeitige Gefahrensituationen und leitet selbstständig Sicherheitsmaßnahmen ein. Suzuki Swift Sport. Erlebe den Drive. Das war Motor und Trends für heute. Wir bedanken uns bei der Weißen Möwe für die Drehgenehmigung im Hangar hier am Flugplatz Welserheide. Begonnen haben wir unsere Sendung mit der gelben Rakete aus dem Hause Suzuki und verabschieden tun wir uns mit einem gelben Doppeldecker hier von der Weißen Möwe in Wels. Ich sage danke fürs Zusehen, wir sehen uns wieder in 4 Wochen. Bleiben Sie auf diesem Kanal. Diese Sendung widmete Ihnen Ecodrom. 24 Stunden tanken, waschen, pflegen und shoppen. In Wels Nord jetzt neu mit Elektroschnelllader sowie in Wels Boschstraße und in Braunau.